Einkaufen und entspannen einmal anders. Stöbern in einem reichhaltigen Sortiment, bestehend aus Schätzen kreativer Köpfe aus dem Heinsberger Umland. Und dabei die Möglichkeit nutzen, in intensive Gespräche mit anderen einzutauchen. Das ist der Wendepunkt Heinsberg. Im Wendepunkt Heinsberg kommt man schnell miteinander ins Gespräch. Das Interesse an den liebevoll präsentierten Schätzen ist groß und der Austausch über das Angebotene rege. Michaela Fieten bietet mit ihrer Idee eine Möglichkeit, von der viele partizipieren können. Ich biete die Möglichkeit für kreative Menschen aus der Region, Regalflächen und Ausstellungsflächen anzumieten, um ihre Werke auszustellen, wie zum Beispiel Engel oder Kinderkleidung oder Selbstgenähtes. Das Sortiment ist bunt gemischt und es lohnt auf jeden Fall einen Besuch. Dieses Angebot nehmen bereits rund 35 kreative Aussteller wahr. Für Diana Sperling von der Wildtierhilfe Fell und Federn bietet sich so eine gute Möglichkeit, auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Ich habe ein Regal gemietet für 2 Monate, wo ich selbstgemachte Fettfuttertassen für die Wildvögel ausstelle. Die Vögel brauchen gerade jetzt im Winter besonders viel Energie, um auch die eigene Körpertemperatur aufrechterhalten zu können. Und da dachte ich, wäre es eine gute Idee, wenn man auch hier im Heinsberg mal solche Tassen ausstellt. Sind halt gute Energielieferanten für die Vögel und auf jeden Fall eine große Unterstützung, gerade jetzt in der Jahreszeit, wo die sowieso nicht so viel Futter finden können. Gegen die Verschwendung von Lebensmitteln engagiert sich Santana Krause. Sie hat sich, wie bereits über 200.000 Gleichgesinnte, der Initiative Foodsharing angeschlossen, die unter anderem die Wertschätzung von Lebensmitteln wieder stärken will. Also Foodsharing ist eine gemeinnützige Organisation und wir retten Lebensmittel, die eigentlich in den Müll wandern würden, wie zum Beispiel abgelaufene Lebensmittel, wo das MAD überschritten ist, oder aber auch Lebensmittel, die man privat zu Hause nicht mehr verbrauchen kann, weil man eine Großpackung gekauft hat und diese dann wegschmeißen würde, hat man halt hier jetzt die Möglichkeit, diese hinzubringen und dann gemeinsam zu verteilen und auch gemeinsam zu teilen. Ich blogge jetzt seit 5 Jahren auf atelier-waldfee.de und habe hier ein Regal gemietet und stelle jetzt hauptsächlich Geschenkartikel aus, Flaschentaschen, Untersetzer und Klorollmanschetten aus Filz, darunter auch noch Kosmetiktaschen aus Kunstleder und Baumwollstoff und unter anderem natürlich auch diese regionalen Einkaufsbeutel. Unter anderem gibt es im Wendepunkt auch ein Umsonstregal, in dem bei Bedarf völlig kostenlos etwas entnommen werden darf. Der Wendepunkt Heinsberg ist aus der Idee entstanden, einen Punkt zu schaffen in der Stadt, wo sich Menschen begegnen, wo soziale Projekte unterstützt werden können, wo Menschen die Möglichkeit haben, ihre Werke auszustellen, sei es, was sie genäht haben, gehäkelt haben, und wo es einfach einen Punkt gibt, wo man sich begegnet auf Augenhöhe, wo man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, mal eine Tasse Kaffee zu trinken und mal ins Gespräch zu kommen. Zu weitergehenden und intensiveren Gesprächen kann es dann in den angebotenen Workshops und Seminaren kommen. Menschen leben in einer bestimmten Meinung über sich. Und in meinen Seminaren geht es darum, dass sie wieder ihr Potenzial für sich entdecken und auch leben. Im Wendepunkt gibt es außerdem weitere Seminarangebote, es gibt Malkurse, die letztendlich auch dazu dienen, eben für sich herauszufinden, was kann ich überhaupt, was sind meine Talente, wo will ich überhaupt hin in meinem Leben. Für Michaela Fieten hat ihre Idee eine ganz klare Zielsetzung. Dass der Laden für die Menschen ein Wendepunkt bedeuten kann. Dass sie hier reinkommen, sich inspirieren lassen, gute Ideen haben und vielleicht die Wende in ihrem Leben gehen, Dinge anders zu machen, leichter zu reagieren und einfach sich besser zu fühlen, wenn sie hier wieder rausgehen.